Hallo und herzlich willkommen heute mit dem Rezept von Mary Farngruber aus der Gartenstadt Tulln in Niederösterreich. Heute gibt es ein Spargelgulasch mit grünem und weißem Spargel, mit Erdapfeln, mit frischen Kräutern und mit Knackwurst und Butendepreziner. Sehr interessant. Zwiebeln habe ich schon angeschwitzt. Aua, ist schon heiß hier. Die sind schon leicht braun geworden. Jetzt kommen noch dazu Erdäpfeln und dann natürlich Spargel und die Gewürze. Also kurz vor Ende der Spargelzeit nochmal ein interessantes, gutes Spargelrezept. Spargelsilvester ist 24. Juni, das offizielle Ende der Spargelzeit. Dann kommt noch ein bisschen roter Paprika in Version scharf und einmal in mild dazu. Das lassen wir da jetzt noch ein bisschen mitrösten mit den Erdäpfeln und den Zwiebeln. Kümmel kann auch gleich dazu. Ein bisschen Kümmel durch, ein bisschen kleiner hacken. Ah, das gibt schon einen super Duft. Und jetzt grüner und weißer Spargel. Den weißen Spargel natürlich schälen, das habe ich schon im Vorfeld gemacht. In mundgerechte Stücke schneiden, so. Weißen Spitzen kann man teilweise ein bisschen einmal in der Mitte teilen. Spargel dazu. Ja, die Spitzen noch herauslassen und erst am Schluss dazugeben. Genauso machen wir es auch mit dem grünen Spargel. Wenn der schön frisch ist, dann muss man ihn auch nicht schälen. So, das noch ein bisschen anschwitzen. Dann kommt noch ein Schuss Essig dazu. Salz, Pfeffer. Und natürlich ein paar Kräuter. Ich habe noch hier frischen Oregano. Geht natürlich auch Majoran. Mal ein bisschen ein anderes Gericht. Spargel nicht nur einfach so gekocht mit einer schönen weißen Soße, sondern in dem Fall als Gulasch-Variante. Die Putendepreziner kommen jetzt auch dazu. Machen wir ähnlich große Stückchen wie beim Spargel. Und die Knackwurst dann ganz am Schluss. So, wenn Sie mögen, können Sie natürlich auch noch einen Schuss Weißwein dazugeben. Wir gießen nur mit Wasser auf, dass das schön bedeckt ist. Hitze dazu, Deckel drauf und Viertelstunde kochen lassen, dann mal Spargel probieren, ob er schon schön durch ist. Dann kann man schon servieren. Knacker habe ich geschält, die wird jetzt noch in Würfeln geschnitten. Da kommen jetzt die grünen und weißen Spargelspitzen dazu. Das lassen wir nur noch ein, zwei Minuten ziehen, die wir es da noch köcheln lassen. Bei mir kommt jetzt noch etwas Muskatnuss dazu. Und ein paar frische Kräuter noch zum Dekorieren. So, jetzt ein bisschen zum Abbinden mein Sauerrahm-Mehl-Milchgemisch. Ein bisschen unterrühren, einmal kurz aufkochen lassen. Das Spargelgulasch von Mary aus Tulln mit Putendepreziner, mit Knackwurst, mit Zwiebel, mit natürlich viel weißem und grünem Spargel und jetzt natürlich ein paar frische Kräuteln darüber. Und dann sagen wir vielen Dank zum Finale der heurigen Spargelsaison. Ein bisschen geht's noch, aber eigentlich wird es jetzt schon langsam ein bisschen weniger mit dem Spargel. Also noch eine gute Rezeptidee von Mary aus Tulln. Vielen Dank fürs Rezept, viel Spaß beim Nachkochen und wir lassen uns gleich einmal schmecken. Das Spargelgulasch. Mahlzeit!